irgendeiner von mir nachfragen will, was soll der tun? Der soll das Schritt auf sich nehmen und dann am nachfragen. Ohne Schritt hilft es kein eigenes Leben. Ohne Schritt hilft es kein eigenes Leben und der Schritt ist nicht Krankheit oder kranke Kinder oder Armheit oder ein Eierleid. Der Schritt ist dort, dass wir Jesus annehmen und heute sind, dem weiß zu gehen und wenn andere uns verschmieden werden. Alles dort, was wir an Jesu Willen ab uns nehmen, dort ist der Schritt. Dort, wo wir wählen können, die Krankheit habe ich nicht wählen. Die Krankheit kann immer wieder annehmen, das habe ich nicht wählen. Aber Spott, Verfolgung, wo wir verschmieden worden, wo wir nicht Anerkennung kriegen, dort habe ich wählen. Dort habe ich sein, ein gutes Beispiel mit Jesus. Die Botschaft von Jesus Christus, von dort, wird auf viele Orte verdreht, wo ein anderer Jesus gepredigt wird. Und das gefällt den Menschen. Jetzt kreuzt es dann, die Menschen sehen, das Jesus, der gefällt uns, der hat uns so viel Brot, der soll uns Brotchenig sein. Aber auch mit Schäumelmeier uns sagen wird. Die Frühe im 4. Kapitel im Jakobsbrunnen sage ich, ja, mir das Wort, dass er nicht mehr Brot hierher kommen. Sie will genug haben. So geht das nicht. Das eigene Leben wird uns an Jesus gegeben, dann, wenn wir alles Menschliche, alles Tidliche für nichts mehr achten. Apostel Paulus wird kein billiger Mensch. Er wird kein Trinker, er wird nicht ein Leher oder ein Stehler. Apostel Paulus wird ein frommer, gottesfürchtiger Jude. Und was sieht er in seiner Bekehrung? Er sieht mein ganzes Leben, bat meine Bekehrung, das achtet alles für Dratsch. Er hat Gott gedeint. Er hat nur um Gesatz gelebt. Er hat nicht gesündigt, das ist echt. Und er sagt, dass wir ohne Jesus, ohne Erlösung, dass wir ohne Versöhnung bei Gott,